So, meine Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Part. Let's Play Pokémon Weiß 2. Wir sind hier stehen geblieben in Ondula, wenn ich mich recht erinnere. Einen Moment, ich check gerade mal ab. Ja, genau, Ondula war's. Und allerdings, wir können die Route nach hier nach unten gehen und Weiß zum weißen Wald, welcher ich denke noch gesperrt sein wird. Weil ich glaube nicht, dass wir da so einfach rein können. Aber wir können es einfach mal in diesem Part probieren, das habe ich schon vorgenommen. Nachdem wir es dann probiert haben und hoffnungslos versagt haben werden, wie ich es einschätze. Also das ist Zauber so. Machen uns dann weiter nach Tessera. Obwohl, wir können noch nach Abidaya City, aber ich glaube, da wollen wir noch nicht hin, weil da das ist ein bisschen zu früh sein wird wahrscheinlich. Weil wir noch hier den Orden aus wo ist Trinwake? Hier aus Trinwake City brauchen. Deswegen erstmal. Weißer Wald unser Ziel, ob wir es schaffen, steht in den Wolken, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Habe ich uns geheilt? Ach komm, wenn nicht, habe ich jetzt Pech gehabt. Naja, mal sehen, was es uns hier so bringt. Komme ich hier irgendwo hin? Nein. Okay, weiter geht's. Und als erstes... Aha, Umilein, Umilein! Und da oben ist auch ein Gentleman. Das ist eine Lady und dann kommt noch ein Gentleman dazu. Hey, junge Trainer, kämpfe ein bisschen mit mir. Oh ja, natürlich. Immer wieder gerne. Ja, ja. Dame Gittler mit Schlapphorn. Und sie schickt Schlapphorn in den Kampf. Und wir kämpfen mit Perfekt mit Happy. Das finde ich jetzt natürlich extrem geil. Das ist echt ein Zufall, dass gerade Happy vorne kam, muss ich sagen, ich ganz ehrlich, das war ein richtiger Zufall. Ich habe selbst nicht gewusst, aber ich glaube, ich habe nicht geheilt. Sah gerade aus, als ob wir schon angeschlagen werden. Ja, ich habe nicht geheilt, obwohl ich es eigentlich tun wollte. Das war sehr intelligent, aber wir müssen jetzt mit dieser Entscheidung leben und so angeschlagen, wie wir sind, in diese Route steigen. Und Level 41 für Happy. Geil. Und Spieler besiegt Dame Gisela. Ach, wie schade, ich habe verloren. Ja, passt, du scheint so mies gelaufen. Dieses und auf Wiedersehen. Was sagt denn der Gentleman zu uns? Irgendwie ist es gerade ziemlich langsam, kann das sein? Der Klang der Wellen, der Duft des Salzwassers. Und hat zu kämpfen mit Jungtränen. Ich schwelge so in meinen alten Erinnerungen. Oh mein Gott. Ich ja auch schon der Gentleman Ladislav. Ladislav mit Enikoro, da können wir auch ganz, ganz perfekt mit unserem Happy punkten. Ja, bitte leck noch mehr. Oh mein Gott, dieser Part wird lecky, lecky, lecky Luca, lecky Luca heißen, genau. Oh mein fucking Gott, war der schlecht. Oh, natürlich Mogli. Naja, erste Attacke geht daneben von uns, also geht nicht daneben, wir schrecken zurück und naja. Geil wär's. Ah, kann sein, dass wir nicht zurückschrecken können mit Happy. Kann echt ganz gut sein. Deswegen, ha, geil gelaufen, würde ich auch mal sagen. Und Enikoro wurde besiegt. Happy erhält 1401 Ladislav wurde besiegt. Wunderbar, das ist die Kraft. Keine Ahnung, der Jungtrainer. Irgendwie sowas. Und da unten habe ich einen Pokéball ausfindig gemacht, den wir uns auch direkt nehmen. Mit einer Riesenperle. Uiui, damit können wir auch so viel anfangen. Richtig für den Geist. So, was gibt's hier für wilde Pokémon? Zeigt euch! Irgendwas, was wir brauchen? Drachen-Pokémon, Eis-Pokémon? Ein Wapplu. Ein Wapplu? Könnten wir zum Drachen-Pokémon machen? Zu Altaria. Aber das wäre mir... Warte, ich guck gerade meine Pokémon-Liste rein. Unser momentaniges Team sieht so aus. Okay, Wapplu. Ich merke mir es mal. Ich gucke einfach weiter, wenn ich ein anderes Drachenpokémon finde, das ich doch eher will. Nehme ich das natürlich, aber wenn. Ich guck mal, Wapplu ist eigentlich an sich ganz geil. Und wo komme ich? Ah, ich wollte hier gucken, ob ich zum weißen Wald antreten kann. Und diese Melodie hört sich ganz, ganz sicher nach einem Zeig an. Meine hohe Route 114, keine Ahnung. War es 114 oder 14? Ich weiß es nicht. Naja, das ist eine Kämpferin, neu. Ich verwechsel immer Kämpferin mit Psychos, oder die haben einfach dieselbe Melodie, das kann natürlich auch sein.
Oh Mann, dieses Lag geht mir gerade so tierisch auf den Geist. Ganz ehrlich. Hör auf zu laggen, sonst lag ich zu. Nein, oh nein. Oh mein Gott. Okay, können wir dagegen was ausrichten? Im Prinzip nein, also Kraftwelle, weil das nämlich normal effektiv sendet. Und Stab bekommt. Und ganz guten Schaden macht. Oder auch nicht. Wow. Wuchtschlag. Nein. Okay, das ist hart. Das hat mich jetzt schwer getroffen. Sehr schwer, wie ihr sehen könnt. Dann darf als nächstes Aero Number One in die Reihe. Du schaffst es, Aero Number One. Er wird das definitiv hinkriegen. Mit einer Attacke. Ah, ne, da hat er keine direkte. Okay, freier Fall dann halt. Fuck, da hat er keine direkte Attacke, nur so eine Runde. Mist. Aber jetzt kann Strepoli eine Runde nicht angreifen. Das ist immer noch gut für uns, meine Freunde. Und er rettet zweier Fall ein. Wurde aus dem freien Fall befreit. Aber dafür kriegt er nochmal einen auf den Kopf. Und das ist sein Down. Dankeschön. Strepoli wurde besiegt. Okay, er hat Nummer 1803. Und Spieler besiegt Tempelin Now. Na gut, trotzdem vielen Dank. Sehr gerne. Konnichiwa, Nihau, oder was weiß ich was. Item. Ah, das ist wahrscheinlich da oben. Nein, ich habe natürlich nicht. Nein, ich habe so. Solche Wörter nehme ich gar nicht in den Mund. Ich werde jetzt an dir ausprobieren, welches Thema am effektivsten ist. Oh mein Gott, ich habe heute schon das Reden verlernt. Ernsthaft, ey. Mann. Mein Ersttrainer Yolanda. Ha. Barschuf, Dresselia und Squagla. Okay, Barschuf, Dresselia. Ich habe gerade Dresselia, Dresella. Boah, Schock des Miesesten, ey. Wow. Natürlich, jetzt bin ich gerade so rum, wie es hätte nicht sein sollen. Jetzt komme ich mit meinem Bonzo nicht zu Gorgler ran. Fuck. Okay, dann setzen wir einfach mal freien Fall auf Dresella ein. Random setzt Feuerwirbel auf Gorgler ein und Bonzo setzt Aquarelle geht glaube ich sogar rüber. Das wäre sehr nice, wenn das klappt. Alter, wie das gerade so richtig hart legt, ganz ehrlich. Ich mach gerade mal ein Speedy an, wartet mal so. Raus. Jetzt ist wieder nein, sah gerade nur so aus, schade. Frame Skip. Gehen wir mal auf 2. Ist jetzt besser? Ja, ein bisschen. Okay, gut, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, es ist ein bisschen schneller. Erstmal frei. Wow, wurde es gerade schon besiegt? Hart. Richtig hart. Naja. Aquarelle und ja, es geht rüber, geil. Sehr effektiv, haut ihn um. Danke. Das ist sehr effektiv. Tut mir leid. So, was mache ich als nächstes? Als nächstes setze ich erstmal Electro Bam ein. Electro Bam. So, was mache ich dann? Dann setzt Electro Bam erstmal einen schönen Voltwechsel auf Barschuft ein. Und du setzt Vergeltung auf Barschuft ein. Nachtschweif auf. Ja, okay, Magnesium hält es aus. Ich wollte gerade sagen, sehr effektiv. Was? Paar Beulen erstmal schön. Und bam, Kopfnuss! Dürfte eigentlich auch ein Kill sein, oder? Yep, das kann's doch nicht sein. Ernsthaft jetzt? Ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht in ihr Ernst. Boah, du elendes Miststück, ey. Du elendes kleines Miststück. Sorry, dass ich wieder solche Wörter benutze, aber jetzt raste ich glaube richtig aus. Boah, Alter, ey. Hau ihn um. Komm schon, bitte, hau ihn um. Danke. Das ist sehr effektiv, Barschuft wurde besiegt. Electro Bam kommt zurück zu KOH. Erstmal die Erfahrung. Und dann kann ich Electro Bam wieder einsetzen.
Ich glaube, im Camp bereits. Okay, dann darf als nächstes. Ja, jetzt kann nur noch Kroko reinkommen. Kroko Bass! Bedrohe erstmal, Drescheller runter mit dem Angriff. Nice! So, was mache ich jetzt noch? Vergeltung auf Drescheller. Dürfte auch einen ganz guten Schaden machen, weil es ihn angegriffen hat, als doppelten Schaden. Es war nicht der Effekt. Oh, normaler Effekt geht geil. Damit ist der Kampf dann doch gewonnen. So, gibt ein Level Up, wäre ganz geil. Wäre ganz geil und schade. Doch, gibt noch ein Level Up. Geil, darauf wollte ich hinaus. Lichtkanone ist, glaube ich, ganz geil, oder? Lichtkanone, ja, das vergessen mal gucken. Ist eine Stahlattacke mit 80er und 100er. Und der hat 60 und inne. Egal, Lichtkanone. Nein. Also, Lichtkanone vergessen. Magnetbombe vergessen. Geil, 160er Attacke, also 160 wegen Stab und so. Magnetbombe vergessen und. Lichtkanone! Achso, der Yolanda ist besiegt. Sag mal, bist du vielleicht ein Genie, was Dreierkämpfe befindet? Kann gut möglich sein. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Falls wir überhaupt irgendwo hier hinkommen. Komm, ich habe jetzt keine Lust auf den Trainer. Ey, wenn ich jetzt schon in den weißen Wald könnte, wäre es richtig lustig. Aber. Natürlich. Scheiß Touristen, ganz ehrlich. Ihr seid so elende. Okay, mal gucken, was es hier so für wilde Pokémon gibt. Ob es hier irgendwas Interessantes gibt für mich. Wenn nicht, fliege ich einfach mal zurück nach Ondula. Und ein Finbu, Winfu, Linfu! Linfu ist nice. Brauche ich aber nicht. So, mal sehen. Aber nein, ach, ich habe jetzt keinen Bock da wegen dem. Komm. Hau ab. Danke. Mal sehen, ob es hier noch irgendwas gibt, was mich interessieren könnte. Noch irgendwas, was mein Interesse wecken könnte. Definitiv. Absol ist geil. Aber ich habe schon Unlicht-Pokémon und heißt Absol ist out. Nein! Schade, Absol wäre richtig geil. Muss ich ehrlich sagen, aber tut mir leid für dich, Absol. Tschüssi. Ja, das heißt, ich würde einfach mal sagen, das heißt, wir fliegen erstmal zurück nach Ondula. Mit Aero Number Ones fliegen. Ondula. Schade. Und schwuppdiwuppdi bumsidum. Okay, und jetzt gehen wir ins Pokémon Center und machen die ersten paar Schritte in die neue Route rein. Schade, dass wir es nicht nach Ondula, zum Weißen Wald schaffen können. Wegen diesen blöden Touristen. Ja, ja, immer diese Touristen, die versperren dann immer den Weg, egal wo man ist. Das ist echt richtig essen, oder Leute? Letztens in Herbstferien war ich in Urlaub. Und ich war in Italien. Und ich habe mir so gedacht, komm. Das ist doch ganz geil. Und ich war an der Stelle, naja. Ich habe gedacht, ich bin in China, wie die da Italienisch geredet haben. Ich habe echt überhaupt kein Wort verstanden. Das war echt richtig lustig. Aber naja, jetzt mal sehen, was uns die nächste Route so bringen wird. Erstmal Itemradar und Fahrrad. Auch jetzt noch irgendein Item. Das ist da oben, okay. Pech gehabt. Augenblick mal. Wow, da gibt es ein Blau ja auch noch. Jetzt gehen wir noch einen Kampf. Lass uns herausfinden, wie effektiv das Training unseres Teams war. Okay, ein Battle gegen Blaui. Blau, 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 Blaui. KOH gegen Blaui. Nice. Sehr nice. Mal sehen, was er uns hier bieten kann. Drei Pokémon. Und zwar mit Phasasnob. Ich hasse ganz ehrlich, Phasasnob ist so eklig. Also ich finde es einfach scheiße aus. Haben wir für richtig scheiße animiert. Gegen Phasasnob kommt Stärke, alles andere wäre unnötig. Wie viel Schaden macht das? Okay, nicht viel. Okay, nach. Dann setze ich eine Runde. Ach komm, setze ich doch mal Kraftwelle ein. Los geht's, auf dem Gebrüll, Partner! Ja, Partner, ich sag's dir, Kraftwelle und. Bei mir ist so eine Timeshift-Attacke, ganz ehrlich, ich hasse es. Das ist so richtig unnötig. Einfach mal Zeit schinden. Wofür bitte? Wofür? Ich denke, du willst kämpfen und nicht Defense. Du willst die Offense, nicht in die Defense. Okay, Kraftwelle macht. Okay, war ein Critical. Aber trotzdem mal ganz geil, ne? 2300, nice. Als nächstes kommt Grillcheetah. Grillcheetah ist das Feuer-Pokémon.
Gogeta ist schwach. Na, das kriegt Happy auch hin. Wir haben da seine schöne Attacke dafür. Pokémon Blaui setzt Gogeta ein. Dafür kommt dann eine Schaufelattacke und ich hoffe, wir sind jetzt schneller. Danke. Danke, Happy. Danke. Ja, geil, Happy. Geil, hast du das gemacht. So, jetzt ist der Funkenflug ein. War natürlich klar. 70 Attacke plus Steps ist auf 140. Und dann auch mit der Effektivität doppelt der hoch auf 280. Und das hat einen ganz schönen Damage gemacht. Aber wir haben natürlich ein bisschen nachgedacht und sind jetzt down. Scheiße. Als nächstes, er hat Pflanze. Er hat Serpify. Dann gehe ich ja mal auf Aero Number One vor. Er wird das natürlich machen. So, Aero Number One setzt einfach mal einen Schlitzer ein. Er hat auch. Alter, der meint das ernst. Der meint richtig ernst. Aber egal, wir kriegen das definitiv hin und ich vertraue in meine Pokémon, die Kräfte, die sie haben. Oder vielleicht nicht haben, das ist dann natürlich egal. Natürlich ist Grillschied dann auch schneller. Wie viel Schaden? Okay, macht nicht so viel Schaden, halten wir aus. Noch ein Schlitzer und jetzt bitte down. Dankeschön, Grillschieter ist down. Aero Number One bekommt 2000 und erreicht Level 39. Und als nächstes kommt Zappy Royal. Darauf habe ich gewartet. Sein Apex des Pokémon, wie ich mir sagen. Ja, ja, echt nicht schlecht. Aber wir setzen einfach mal Fliegen ein. Oh, Slam. Könnt ihr guten Schaden machen, wenn ihr Pech haben, macht es aber nicht, finde ich gut. Und wir fliegen jetzt mal hoch. Ja, 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 ja. Einrollen, was ist das denn bitte? Wahrscheinlich Fluchtwert, oder? Angriff. Und wow, einrollen ist eine geile Attacke. Das ist jetzt echt nice. Aber es hat nicht gereicht, die Verteidigung zu boosten. Wir haben es trotzdem down gepickt. Yes! 3000 Erfahrungspunkte einfach haben. Es ist eine ziemliche Erniedrigung der Erfahrung, wenn es eigentlich gelingt, das Potenzial seiner Partner auszuschöpfen. 4100. Dankeschön. Das kann sich sehen lassen. Wir sind so stark, dass die Pflanze schon beim bloßen Anblick unserer Teamflucht ergreifen wird. Aber wenn sie glauben, sie könnten mir entkommen, haben sie sich geschnitten. Ich werde dafür sorgen, dass meine Schwester mit ihr viele Liebe zurückbekommt. Kostet es, was es wolle. Also, KOH, ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf deine Hilfe zählen und viel Erfolg noch mit deinem Punkt. Ich wurde offiziell darum gebeten, zu vervollständigen, richtig? Ja, das stimmt schon. So, meine Freunde, ich heile uns jetzt nochmal schnell auf und das war's dann auch schon mit diesem Part. Hat mich gefreut, mal wieder mit euch zu unterhalten und ihr wisst einfach Bescheid, ne? Kommentar, Daumen hoch sind sehr gerne gesehen und naja, bis zum nächsten Mal. Euer KOH.